Adventsgeschichten von Ursel Scheffler. Erzähler YouTube Glockengießer. Das Weihnachtsmärchen. Kerstin freute sich immer, wenn die Eltern abends weggingen. Dann kam nämlich Anna. Kerstin mochte Anna sehr. Sie wohnte im Haus schräg gegenüber, war etwa 24 Jahre alt und studierte. Sie wollte Schauspielerin werden. Vielleicht konnte sie deshalb so gut Geschichten erzählen. Wenn sie die Stimmen eines Räubers oder eines Löwen nachmachte, dann dachte man, sie wären wirklich im Zimmer. Außerdem kannte Anna viele Rätsel und Spiele. Mit Anna war es nie langweilig. Sie wusste, was Spaß machte. Schließlich hatte sie selbst drei kleine Geschwister. »Stell dir vor«, berichtete Anna eines Tages ganz aufgeregt, »ich habe eine Rolle am Stadttheater bekommen. Ich darf die Goldmarie im Weihnachtsmärchen von Frau Holle spielen.« »Goldmarie und Pechmarie, mein Lieblingsmärchen«, freute sich Kerstin. »Deshalb haben wir es ja auch ausgesucht«, behauptete Anna. »Und jetzt rate mal, was ich für dich in meiner Jackentasche habe.« »Keine Ahnung«, sagte Kerstin. »Gummibärchen?« Falsch geraten. Anna griff etwas umständlich in die Tasche und holte zwei gelbe Zettel heraus. »Das sind Eintrittskarten fürs Theater«, rief Kerstin. »Zwei Karten für die erste Aufführung«, sagte Anna. Da fiel ihr Kerstin um den Hals. »Oh, ist das toll. Ich freue mich so. Ich glaube, ich bin fast so aufgeregt, als wenn ich selbst die Rolle spielen müsste.« Kerstin ist noch nie im richtigen Theater gewesen. Im Kasperletheater schon, aber das war was völlig anderes. Da spielten Puppen und keine lebendigen Leute. So war es kein Wunder, dass sie wirklich ganz aufgeregt war, als sie mit ihrer Mutter am 12. Dezember zum Stadttheater fuhr. Sie hatte ihr bestes Kleid an und die Lackschuhe, die zwar hübsch waren, aber schon ein wenig drückten. Als sie das Theater betrat, kam es ihr vor, als sei es ein Märchenschloss. Der Boden war mit rotem Teppich ausgelegt, die Treppen waren aus Marmor, die Wände und Decken waren mit weißem Stuck verziert, der teilweise vergoldet war. Dort, wo man die Jacken und Mäntel abgeben musste, waren hohe Säulen mit großen Spiegeln. Die Lampen an der Decke und an den Wänden waren aus lauter geschliffenen Glasstückchen zusammengesetzt. Kerstin hatte noch nie ein so schönes Haus gesehen. Alle anderen Kinder drängten genauso ungeduldig in den Zuschauerraum wie sie. Die Stuhlreihen füllten sich schnell. Alle redeten aufgeregt durcheinander. Als Kerstin auf ihrem Platz in der 7. Reihe saß, der mit rotem Samt ausgepolstert war, wanderte ihr Blick nach oben. Direkt über ihr hing ein riesiger Kristallleuchter, in dem brannten bestimmt 100 Glühlampen. Oder 1000? Hoffentlich fällt er nicht herunter, dachte Kerstin. Da ertönte ein Gong. Erst einmal, dann zweimal, dann dreimal. Das Licht wurde langsam dunkler und erlosch schließlich ganz. Jetzt waren alle mucksmäuschenstill. Kerstin fasste im Dunkeln nach der Hand ihrer Mutter. Es erklang leise Musik. Der Vorhang ging auf, man sah ein Haus und davor einen Brunnen. An dem Brunnen saß die Marie und spann. Und die Marie, das war die Anna. Sie sah noch viel schöner aus als sonst. Kerstins Herz pochte bis zum Hals vor Aufregung. Anna spann und sang ein Lied. Hoffentlich sticht sie sich nicht an der Spindel, dachte Kerstin. Aber natürlich stach sich Anna an der Spindel. Und dann ließ sie die Spule mit dem Faden in den Brunnen fallen, als sie das Blut abwaschen wollte. Kerstin war schrecklich angespannt, so wie in einem Albtraum, in dem irgendwas Schlimmes passiert und man nicht weglaufen kann. Sie ahnte schon, dass gleich was Fürchterliches passieren würde. Und das passierte dann auch. Anna weinte. Die Türe vom Haus ging auf
und die böse Stiefmutter trat heraus und schimpfte, »Hast du die Spule in den Brunnen fallen lassen, du dummes Ding? So steig in den Brunnen hinunter und hol sie schnellstens wieder herauf.« Und die Schwester von der Marie stand daneben und lachte schadenfroh. »Gleich wird alles gut«, beruhigte sich Kerstin. »Gleich wird sie auf der Wiese mit den 1000 Blumen aufwachen und bei Frau Holle sein. Sie wird den Apfelbaum schütteln, das Brot aus dem Ofen holen und die Betten aufschlagen, damit es schneit auf der Welt. Dann wird sie durch das große Tor gehen und zum Dank und Lohn für ihre harte Arbeit und Hilfe die Goldmarie sein. Obwohl echtes Gold aus dem Torbogen regnen wird? Aber so weit war es noch nicht. Anna oder vielmehr Marie ging zum Brunnen, um hineinzuspringen. Da wurde Kerstin vor Aufregung plötzlich selber schwarz vor Augen. Sie wachte erst wieder auf, als sie draußen vor dem Theater war. Ihre Mutter hatte sie auf dem Arm und strich durch ihr Haar. Eine Krankenschwester stand daneben und sagte, »Kein Wunder, dass da ein Kind ohnmächtig wird. Die Luft ist viel zu schlecht in dem alten Theater.« »Ich will die Goldmarie sehen«, sagte Kerstin. »Ich empfehle Ihnen erstmal einen langen Spaziergang in der frischen Luft zu machen«, sagte die Krankenschwester. Und das taten sie dann auch. Als sie wieder ins Theater zurückkamen, sprang gerade die Pechmarie in den Brunnen. Als Anna nach der Vorstellung dann zu ihnen kam und fragte, »Na, wie hat es dir gefallen, Kerstin?« sagte Kerstin, »Sehr gut.« »Zu gut«, sagte ihre Mutter. Sie hat die Szene so mitbekommen, dass sie statt der Goldmarie die Besinnung verlor, und dann erzählte sie, was vorgefallen war. »Das Schönste habe ich nicht mitgekriegt. Die richtige Goldmarie«, sagte Kerstin traurig. »Ja, du hast Pech gehabt, wie die Pechmarie«, sagte die Mutter. »Wenn's weiter nichts ist«, sagte Anna. »Weißt du was? Ich komme dich morgen besuchen. Dann bringe ich mein goldenes Kleid und alle anderen Utensilien mit, die ich für die Nummer gebraucht habe. Dann spiele ich für dich die Szenen noch einmal, die du nicht mitbekommen hast. Nur für dich. Ganz allein.«